Ich freue mich, dass ich Ihnen sagen kann, dass wir Gastgeber des 22. deutsch-französischen Ministerrats waren, der naturgemäß angesichts der Pandemie nur virtuell stattfinden konnte. Und da wir die Gastgeber gewesen wären nach dem deutsch-französischen Ministerrat in Toulouse vor 2 Jahren, fange ich auch an, darüber zu berichten. Und möchte mich ganz herzlich bei Emmanuel Macron bedanken und den französischen Ministern, die gezeigt haben, genauso wie die Minister von deutscher Seite, welche enge Kooperation wir zwischen unseren Ländern haben. Wir haben unsere Ergebnisse in einer gemeinsamen politischen Erklärung zusammengefasst und deshalb kann ich mich hier auf wenige Bemerkungen konzentrieren. Emmanuel Macron und ich haben vorher ein ausführliches bilaterales Gespräch zu vielen Fragen geführt, die auch zur deutsch-französischen Zusammenarbeit gehören und vor allen Dingen die der Koordinierung dienen unserer Positionen dann bei den kommenden G7-Treffen und bei dem Treffen der NATO, die jetzt ja beide in der ersten Hälfte des Juni stattfinden werden. Wir haben die Ausrichtung im Vollformat trotz Pandemie eben gehabt, um die gesamte Bandbreite unserer Beziehungen auch deutlich zu machen. Man kann sagen, dass seit der Verabschiedung des Vertrags von Aachen am 22. Januar 2019 unsere Zusammenarbeit noch enger geworden ist und unsere Kooperation auch in Zukunft noch tiefer werden wird. Wir haben eine Konstellation, in der Deutschland ja die Ratspräsidentschaft hatte im vergangenen Halbjahr und im Frühjahr des nächsten Jahres wird Frankreich die Ratspräsidentschaft haben, sodass wir mehrere auch zeitübergreifende Projekte miteinander abstimmen. Die Klammer ist im Grunde die Konferenz zur Zukunft Europas. Und deshalb werden wir auch trotz Wahlkampf in Deutschland, das haben wir heute hier von deutscher Seite gesagt, solange die Regierung im Amt ist, sehr intensiv alle Termine, gerade auch die internationalen Verpflichtungen, vorantreiben. Für uns war wichtig, Corona-bedingt natürlich zu sprechen über die Impfstoffproduktion und über unsere gemeinsame Haltung im Zusammenhang auch mit G7, aber auch dem globalen Gesundheitsgipfel, der am 21. Mai stattgefunden hatte. Frankreich und Deutschland haben jeweils festgelegt, dass sie 30 Millionen Dosen noch in diesem Jahr an Impfstoffen auch an Länder, an Entwicklungsländer abgeben wollen. Hier spielt für uns naturgemäß die Kameradschaft oder Freundschaft oder Kooperation mit Afrika eine ganz zentrale Bedeutung. Und an der Frage, wie der Zugang auch der afrikanischen Bevölkerung zu Impfstoffen ist, wird sich auch entscheiden, inwieweit es ein wirkliches Gefühl von Gerechtigkeit auf der Welt geben wird. Wir haben über unsere Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich gesprochen. Hier freue ich mich, dass das Projekt FCAS jetzt doch sehr weit geeinigt ist für ein Kampfflugzeug der Zukunft, gemeinsam auch mit Spanien, und dass wir auch Fortschritte bei MGCS, dem Panzerprojekt, sehen. Bei FCAS ist die Verhandlungslösung alles andere als einfach gewesen, aber sie ist ein Beispiel dafür, wie Deutschland und Frankreich auch komplizierte Situationen gut lösen können. Wir haben uns natürlich über die Situation in Belarus, das Verhältnis zu Russland unterhalten, die Außenminister natürlich auch, unsere weitere Arbeit im Zusammenhang mit dem Normandie-Format. Und wir werden im Anschluss an diese Pressekonferenz noch ein Industriegespräch haben, nämlich einen Technologiedialog über die Resilienz der europäischen Gesundheitsindustrien. Auch hier wollen Deutschland und Frankreich als Lehrer aus der Pandemie sehr eng zusammenarbeiten. Und das wird dann ein Tag intensiver Kooperation, bilaterales Gespräch, deutsch-französischer Ministerrat und Technologiedialog abschließen.